Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Groovy 1960. Heute ein Kleinbahnmodell von Konrad. Das ist so ein Triebwagen. Der hat schon einen Schleifer und er soll jetzt noch das passende Licht bekommen. Auch er hat im Prinzip hier unten zwei Lampen und oben eine und hier auch. Und meines Wissens nach hat ja in Österreich immer die rechte Seite, meine ich, ein rotes Licht. Dann werde ich mal den Deckel abschrauben und mir die Sache anschauen. Dann hat er hier eine Beleuchtung. Und auf der Rückseite gar nichts. Dann kann ich hier mal das herausnehmen. Okay. Dann hat er hier oben eine Beleuchtung drin. Und im Prinzip unten gar nichts. Hier hat er unten eine Beleuchtung, dafür oben nichts. Gut, das werde ich ändern. Ich werde also hier eine Leuchtdiode aufbringen, hier eine Doppelleuchtdiode, die rot und weiß kann. Das Ganze ja, ich denke mal, so kommt es rein. Da muss ich dann schauen, inwieweit ich hier in diesem Bereich dann noch Platz schaffen muss. Aber im Großen und Ganzen wird das ein interessanter Umbau. Und das Gleiche habe ich ja hier vorne, da muss ich halt dann schauen, inwieweit dieser ganze Apparat dann schwingt. Als erstes werde ich mal alles, was hier so verbaut ist, herausnehmen, sodass ich von null anfangen kann und meine Kabel so legen kann, wie ich das möchte. So. Und hier habe ich zum ersten Mal, seit ich mit LEDs arbeite, ein Kuriosum. Normalerweise ist immer da, wo der Pfeil hinzeigt, die Masse. Und bei dieser zweifarbigen LED ist es der Plus. Deshalb empfehle ich, einfach mal zu kontrollieren. Geht das? Hier ist die Masse. Und ich gehe jetzt hier unten ran. Da ist rot und hier ist weiß. Also gerade umgekehrt, wie dieses Bildchen hier uns das glauben möchte. Das so am Rande. Ich werde jetzt natürlich meine Leuchtdioden hier anschließen. Und zwar habe ich ja hier wieder eine Reihenschaltung von drei Leuchtdioden in weiß mit einem 1 Kilo Ohm Widerstand und da werde ich jetzt hier das anlöten. Jetzt habe ich hier
Aber es ist halt kein Warmweiß. Obwohl ich es als Warmweiß gekauft habe, sieht man hier natürlich einen deutlichen Unterschied. Das ist natürlich jetzt schade. Da muss ich mir was einfallen lassen, dass ich hier noch das Rot mit drauf bringe, weil so gefällt mir das nicht wirklich. Gut, schade. Das ist eher ein Kaltweiß. Naja, muss ich da mal reklamieren. Ich habe jetzt einen Tropfen UV-Kleb hier aufgebracht. Dann bringe ich jetzt mal die Leuchtdiode hier mittig auf und bestrahle das Ganze mit UV-Licht. Dadurch härtet das Teil aus und ich empfehle immer so 20 bis 30 Sekunden sollte hier schon verwandt werden, damit einfach auch hier der Kleber richtig durchhärtet. Danach nehme ich die Drähtchen, bringe die etwas in Stellung hier. Jetzt auch hier. Damit das Ganze nicht durchscheint, nehme ich jetzt hier ein Gewebeband und bringe hier einen Streifen oben an. So, jetzt haben wir das. Und jetzt kann ich hier die zwei anderen Leuchtdioden auf gleiche Weise aufbringen. Wie ihr seht, habe ich ja jetzt die zwei weißen Leuchtdioden hier unten eingebracht. Jetzt geht es noch um die dritte Leuchtdiode. Das ist ja das rote Schlusslicht. Und das ist ja bei den österreichischen Bahnen auf der rechten Seite. Ich gehe jetzt her, damit ich ein Durchscheinen vermeide. Lackiere ich das hier im unteren Bereich etwas schwarz. Dadurch erhoffe ich mir, dass ich hier kein Durchscheinen habe. Von der roten Leuchtdiode. Ich verwende da eine Null. Ich habe das jetzt geschwärzt und auch trocknen lassen. Jetzt komme ich zu dieser 0603er roten Leuchtdiode. Die tue ich als erstes mal ein bisschen in Form bringen. Weil sie soll ja hier an diesen Lichtleiter rangeklebt werden. So habe ich das jetzt mal rangemacht. Ich schaue, dass die unten nicht am Gehäuse aufliegt. Nehme wieder meinen UV-Kleber. Mache hier einen guten Tropfen hin. Bringe jetzt diese Leuchtdiode in die Richtung. Ich kann das Ganze nicht richtig einspannen, ohne Kratzer am Gehäuse zu hinterlassen, deshalb mache ich das lieber mit den Händen und ja,
spiele da ein bisschen. Das ist mir lieber, wie wenn nachher das Gehäuse verkratzt ist. Auch hier wieder lasse ich das etwas länger unter UV-Bestrahlung. So. Dann kann ich das Pluskabel hier reinbringen. Jetzt ist das soweit fertig. Und jetzt kann ich die drei Kabel hier am Holm nach unten leiten und hier mit einem Klebeband fixieren, sodass praktisch die Kabel hier nicht irgendwo runterhängen. So sieht das Ganze jetzt fertig aus. Ich habe hier jetzt mein weißes Licht, mein weißes und mein rotes Licht und hier oben das rote Licht. Jetzt kann da noch ein Kleber drüber und gut. Und so sieht das Ganze dann aus. Ich habe hier das weiße Licht und hier das rote Schlusslicht auf der rechten Seite. Dann kann ich mal mit der Innenraumbeleuchtung anfangen. So sieht das jetzt komplett aus. Hier ist ein Kabelbaum. Da ist dann alles drin. Da ist die Plusversorgung drin, das Innenlicht, das Frontlicht rechts, das Frontlicht links, genauso wie die rote Schlussleuchte. Jetzt kann ich an das Fahrgestell gehen und dementsprechend hier noch ein paar Einstellungen vornehmen. Ich werde hier ja die ganze Beleuchtung und das, was hier so dran ist, alles mal auflösen. Nun der Test auf meiner Anlage. Ich habe euch ja gesagt, dass das Zahnrad leider kaputt ist und er nach rechts nicht fährt. Ich habe versucht, dieses Zahnrad zu bekommen, leider ohne Erfolg. Kleinbahn, da bekomme ich keine Ersatzteile, ich weiß nicht warum. Aber die Beleuchtung habe ich so gemacht, dass ich hinten rechts jetzt das Schlusslicht habe, das Dreilichtspitzensignal und auch auf der anderen Seite. Auch habe ich natürlich die Innenbeleuchtung realisiert. Und vielleicht findet sich ja irgendwann mal dieses Zahnrad, dann kann das eingebaut werden. Und dann ist der Zug wirklich richtig einsatzfähig. Nämlich auch hier mit diesem roten rechten Schlusslicht. Insgesamt muss ich sagen, bin ich sehr überrascht über die Laufruhe dieses Kleinbahnzuges. Wäre natürlich jetzt schön, wenn diese, ich habe natürlich das rote Schlusslicht vergessen, wenn jetzt das Zahnrad noch funktionieren würde, dann könnte der Zug natürlich auch in die andere Richtung fahren. Das macht er halt teilweise nicht. Gut, vielleicht finde ich ja noch irgendwann mal ein Zahnrad, das könnte ich dann Konrad schicken. Das ist ja kein Problem, das auszutauschen. Alles in allem hoffe ich doch, dass es euch etwas Spaß bereitet hat und es nicht allzu langweilig war beim Umbau eines Kleinbahntriebwagens der ÖBB. Und ich würde mich freuen, euch wieder begrüßen zu dürfen auf meinem Kanal. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Und wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Euer Grubi 1960.